Oh shit! Butz! Leute, heute kochen wir Weihnachtsmenü. Ich habe keinen Bock, das viel zu schneiden. Das heißt, es könnte sein, dass ich zwischendurch am Stottern bin. Wir machen heute ein komplettes Weihnachtsmenü. Ich schreibe auch bestimmt irgendwo hin, was man alles dafür braucht jeweils. Man kann die ganzen Sachen auch einfach einzeln machen. Let's go! Wir kochen heute einen Salat mit bisschen Gemüse, Tomaten, Agavendicksaft-Dressing. Übertrieben krass. Serviert in so einem kleinen Salatding. Sieht, glaube ich, auch echt cool aus. Seht ihr dann ja auch. Dann machen wir eine kleine Blumenkohl-Kartoffelsuppe mit ein paar geilen Croutons und vielleicht Trüffelöl. Ich muss mal gucken. Ich muss gleich nochmal einkaufen gehen. Wenn es das da gibt, dann kaufe ich das. Und wenn nicht, dann überlege ich mir was anderes. Dann als Hauptspeise gibt es... Da habe ich mir das hier bestellt. Das ist so Fake-Ente. Und dazu mache ich eine richtig krasse Bratensoße. Veganer natürlich und karamellisierte Karotten und karamellisierte Zwiebeln und Kartoffelpüree. Wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Und als Nachtisch machen wir noch vegane Creme Brûlée. Damit fangen wir nämlich auch direkt an mit den Creme Brûlée, weil die kalt werden müssen und ruhen müssen. Das heißt, die machen wir als allererstes. Dafür brauchen wir eigentlich nur vegane Schlagsahne, Puddingpulver, Rohrzucker und ein bisschen Pflanzenmilch. Eigentlich recht easy. Ich habe es aber noch nie gemacht, mal gucken, ob es gut wird. Okay, wir mixen jetzt das Puddingpulver mit 30 Gramm Zucker. Okay, Leute, das wird jetzt mit ein bisschen Hafermilch schon mal. Besseren Creme Brûlée Form. Das geht ja wahrscheinlich auch. Habe ich auf Play gedrückt? Nice. Okay, Leute, das kommt jetzt so 2 Stunden mindestens im Kühlschrank. Als nächstes mache ich die Suppe. Dafür schneide ich so 3 Kartoffeln und wirklich einen Mini-Blumenkohl. Relativ fein. Und das brate ich dann an. Jetzt einfach an, so 20, 25 Minuten, okay, nee, eher 15 bis 20 Minuten, bis richtig Farbe gekriegt hat. In der Zwischenzeit mache ich jetzt schon den Salat, damit er schon ein bisschen durchziehen kann, damit er später auf so Mini-Salatblättern serviert. Aber vorher muss er natürlich trotzdem noch mal durchziehen und 30 Sekunden.
Für das Dressing brauchen wir Tomatenmark, Agavendicksaft, bisschen Senf, Öl von getrockneten Tomaten und ein bisschen Balsamico. Eine Avocado, halben grünen Apfel ungefähr, von der Gurke auch nicht die ganze, ein paar Cherry-Tomaten, ein paar rote Zwiebeln und ein bisschen Minze. Gemüse für die Suppe weiter an, sobald das sich daraus ändert, sage ich Bescheid. Vieles Gemüse sieht mittlerweile so aus, da ist unten ein bisschen Ansatz dran. Den löschen wir jetzt mit ordentlich Weißwein ab. Den lasse ich jetzt komplett rausreduzieren und danach kommt noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Ich habe die Suppe jetzt in einen anderen Topf gemacht, weil ich den guten Topf vielleicht für die Bratensoße brauche. Die Suppe köchelt einfach weiter vor sich hin. Für die Bratensoße brauchen wir jetzt einen Lauch, ein paar Karotten, ein paar Champignons, zwei Zwiebeln und Knoblauch. Und das schneiden wir jetzt auch erstmal alles gut runter. Jetzt Thymian, Rosmarin, Majoran und Estragon ran.
Ich weiß nicht, wie lange erst dran schmeckt, das probiere ich heute aus. Und ein Lorbeerblatt. Ich hoffe, es wieder heiß. Jetzt kommt das ganze Gemüse für den Bratwurst rein. In der Zeit, wo das jetzt alles vor sich hin kocht und anbrät, mache ich schon mal karamellisierte Karotten, beziehungsweise fang an mit den karamellisierten Karotten. Dafür muss ich die erstmal alles schälen. Mein Schnitt ist vorgegangen, wie ich gefilmt habe, aber mittlerweile sind die Karotten geschnitten, geschält. Wir müssen eine Marinade machen, dafür brauchen wir übertrieben viel Knoblauch, ein bisschen Agavendicksaft, Thymian und Olivenöl. Das machen wir jetzt. Das lasse ich jetzt erstmal chillen und das wird später gebacken. Übrigens habe ich auch in der Zwischenzeit das Gemüse von der Bratensauce mit richtig viel Rotwein abgelöscht, sich ein bisschen rausreduzieren lassen. Dann kommt jetzt noch Tomatenmark rein und der Knoblauch und das wird dann auch noch mal ein bisschen so weit reduziert, bis es anröstet. Und dann kommt noch mal mehr Rotwein drauf, weil im Endeffekt das Einzige, was diese Bratensauce wirklich geil macht, ist einfach übertrieben viel Rotwein. Und ja. So aus. Oh. Das Gemüse sieht mittlerweile so aus. Schon echt gute Farbe gekriegt. Und ja. Das wird ja gleich noch mit Rotwein aufgeschüttet. Dazu kommt dann noch ein bisschen Gemüsebrühe, ein bisschen Senf, ein bisschen Agavendicksaft, zwei Lorbeerblätter und frische Rosmarin. Und dann wird das Ganze nochmal richtig lange, eine Stunde oder sowas eingekocht. Das ist nämlich schön geil. Soßige Konsistenz. Jo, wir sind erstmal relativ durch. Ich koche jetzt Kartoffeln für Kartoffelpüree. Das ist relativ easy. Man nimmt einfach Kartoffeln, packt ins Wasser und lässt so lange kochen, bis sie weich sind. Ja, danach sehen wir uns wieder. Doch nicht, ich püriere noch schnell die Suppe. Die hat mittlerweile richtig gut Farbe gekriegt. Sieht ein bisschen komisch aus auf der Kamera. Sieht ein bisschen aus wie Kotze. Aber wenn man es durchpüriert und einen Schluck Sahne dran macht, ist glaube ich sehr nice. Riecht auch schon richtig gut. Das mache ich jetzt. Die schmecken mies krass. Junge, ist das krass. Okay Leute, die Suppe ist ready. Die lasse ich jetzt einfach noch stehen bis später. Jetzt komme ich Kartoffeln. Die Kartoffeln sind jetzt weich genug. Die kommen jetzt in eine Schüssel und dann werden die erstmal so zermatscht mit ein bisschen Butter bzw. Margarine und dann kommt noch ein bisschen Hafersahne und Muskat dazu. Okay Leute, das hat so ein bisschen gedauert, aber der Kartoffelpüree sieht jetzt schon so aus. Riecht sehr, sehr fein. Ich habe mir gerade überlegt, ich mache die Sahne erst dann rein, wenn
ich den Kaffeeball auch wieder warm machen will, quasi später. Das bereite ich gleich noch vor, aber dann mixe ich auch einfach nur zwei Packungen Sahne und ein bisschen Muskatnuss, sodass ich das halt später auch wärmen kann. Und ich habe ein bisschen aufgeräumt, ziehen wir das beim Braten. Die Bratensoße schütte ich dann mit Brühe auf und sieb die dann ab, damit ich nicht das ganze ausgekochte Gemüse in der Soße habe, sondern wirklich nur die Soße. Und die reduziere ich dann nochmal ein mit ein bisschen Speisestärke, damit die dickflüssiger wird. Und das machen wir jetzt. Jetzt fertig gesiebt, sieht jetzt so aus. Es schmeckt übertrieben krass und die reduziere ich jetzt noch mal ein bisschen ein mit Speisestärke, damit die ein bisschen dickflüssiger wird. Also ich muss jetzt nur noch die Fake-Ente anbraten. Das mache ich aber erst später, wenn die auch da sind, weil das will man ja frisch haben. Okay, sieht jetzt also eigentlich nur noch, wie ich dann am Ende alles serviere und halt die letzten Sachen anbrate und so. Aber da rede ich nicht, weil dann schon die Freunde da sind und habe ich keinen Bock drauf. Also das werdet ihr dann sehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Und falls es nachkocht, viel Spaß. Und wenn nicht, trotzdem schöne Weihnachtszeit. Tschüss.